Ich war vorhin zu Tränen gerührt, als unsere Bürgermeisterin und ihre Stellvertreterin zwei starke Frauen an der Grazer Spitze zu uns gesprochen haben. Ich finde das großartig. Ich erinnere mich an 2014. 2014 war Russland in den Schlagzeilen mit einer gewalttätigen Diskriminierung und Niederschlagung von Gay Prides. Wir sind hier durch die Grazer Straßen demonstriert 2014 mit einem Transparent, auf dem man einen geschminkten Putin sah mit den Worten "To Russia with Love". Damals wurden noch queere Menschen in Russland gewalttätig von Polizei und Militär zusammengeschlagen. Und wir haben dagegen demonstriert. Und einer meiner Lieblingssätze ist: Eine Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus, wie sie mit ihren kleinsten Gruppen und Minderheiten umgeht. Und wir haben euch damals schon gewarnt. Und was sagt Putin jetzt mit seiner Propaganda in Europa? Das sind nur Nazis und Regenbogenschwurbler. So ein Blödsinn! Ich ärgere mich so sehr. Und vor zwei Wochen gab es zwei Morde auf einer Pride in Oslo. Letzte Woche auf der Parade in Linz sind Transpersonen und Frauen zusammengeschlagen worden von einer Gruppe Jugendlicher. Das darf nicht noch einmal passieren und dafür sind wir heute hier. Was können wir machen? Wir sind heute hier in der Demonstration und werden von der Polizei geschützt. Danke an alle Beamtinnen, die heute hier uns schützen. Dankeschön. Sollte irgendetwas passieren, solltet ihr euch unwohl fühlen, bitte ruft die Notrufnummern an. Kommt zu dem Veranstaltungsdienst, der Parade oder des Parkfests. Es darf keine Gewalt mehr passieren auf diesem Planeten. Und es gibt noch etwas, was mich besorgt. Junge Menschen haben das Schimpfwort schwul mittlerweile abgelehnt. Ich bekomme immer mehr mit, dass junge Menschen mittlerweile LGBT als Schimpfwort verwenden. Und ich behaupte, die das machen, die wissen gar nicht, was diese Buchstaben bedeuten. Und auch aus dem Grund sind wir heute hier. Wir müssen allen zeigen und erklären, worum es geht. Und dass das hier keine Demo ist gegen irgendetwas, sondern für etwas. Für etwas, was alle Menschen auf diesem Planeten erreichen muss und was alle Menschen brauchen. Ich bedanke mich für euer Kommen. Feiert diesen Tag für alle, die heute nicht hier sein können. Viel Spaß!